Jetzt könnte ich, also nach der Quest könnte ich ja das Wildschwein machen. Jetzt sind wir ja 13. Oder... Ihr sagt, das ist sehr schwer. Ich habe einfach erst nicht gecheckt, dass das der Wagenlenker von Delphi ist. Und dann erscheinen so. Achso. Ich bin auch. Entschuldigung. Ich bin auch super gespannt, wie sie bei Ragnarok wie sie Britannien machen. Nikolaus warnte mich vor Schlangen im Gras, doch damit hatte ich nicht gerechnet. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ich deck mal erstmal mit meinem. Der hat mich gesehen. Ach, ich bin in der Nähe. Ich sollte vielleicht mal einen Falken holen. Der Tod kommt dich holen, Elpenor. So, da ist Nummer 1. Der hat mich irgendwie gesehen. Da ist noch einer. Alter, was ist das denn? Alter, krass. Ist das echt? War das alles? Scheint so. Hä? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die entweder total krass sind oder die Feste war irgendwie ein bisschen schwerer. Warte, ich schau noch mal, weil ja, achso, da unten. Aber kommen die her? Wahrscheinlich. That's so schön. That's so good. Da kommt einer. Ich wollte jetzt eigentlich darunter. Aber dann bleibe ich halt hier oben. Dann. Wie viel Schaden mache ich denen? Okay, nur die Hälfte. Den könnte ich komplett schaffen. Nein! Ah,
Wenn ich zweimal also schießen hätte können, dann hätte ich den runterschießen können. Oh, aber ich hatte nicht so viel Adrenalin. Schade. Na gut. Dann machen wir es halt auf die Assassinieren Art und Weise. Bam, 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 bam. Ja, das Problem ist, ich kann den von oben nicht killen. Und ich muss sowieso gerade warten, bis die weg sind. Ich könnte ja versuchen, den irgendwie abzulenken. Beziehungsweise hier vorzulenken mit dem Pfeil. Weil ich will, dass der bis dahin weg ist. Mal was drin. Hat dann doch geklappt. LP nur. Kann ich den Sneaky Peaky töten? Ich kann den Schweinehund riechen. Ja. Wie viel Schaden mache ich an ihm? Oh. Was für eine Schande. Wir hätten dich reich gemacht, bevor wir dich getötet hätten. Alter, der macht ja auch noch so. Weißt du nicht, also du hast dir zu viel zugetraut, ich meine, ich bin Schwächerin. Du bist so ein Schrumpfkopf. So. Oh. Das ist nichts Persönliches, Söldnerin. Deine Mutter ist es, hinter der wir her sind. Schönes Bild. Aua. Gib doch auf. Der Kult bekommt immer, was er will. Wir haben Deimos. Wir finden deine Mutter und du wirst nicht überleben. Ja, weiter geht's. Es ist ein Fehler, mich zu töten. Dir auf Kefalenia vertraut zu haben, war ein Fehler. Nur dank mir hast du die Insel lebendig verlassen. Der Kult wollte deinen Tod.
Welcher Kult? Wo sind die? Ich glaube, die brauche ich. Nicht weg, da war eine Schatz. Eine Scherbe, die Elpenor bei sich hatte, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht brauche ich sie noch. Gibt was Neues? Gürtel des Ares. Oh. Mal schauen, ob du was Tolles bist. Aber nicht so hübsch aus. Ich mach das da, weil. Warte. Sieht auch cool aus. Ach, ich kann sogar ohne. Das hatte sie am Anfang nicht. Ich finde das am schönsten irgendwie. Wir haben jetzt eine Kluft. Sehr schön. Ja. Das stimmt. Der hat nicht sehr wenig geteilt. Das stimmt. So. Gut. Dann. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Das stimmt. Nein, gar nicht. Wohin? Ja, nicht um. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Die ist doch halt. Was war das denn? Du kommst nicht klar. Oh, ja, der hatte irgendwie eine Anti-Runterfall-Mechanik. Ach, wie schön. Oh. Gut. Steht an der Klippe und will nicht runterfallen. Okay, irgendwo kann ich schon verstehen, also... Etwas da? Ich hab's in ein Loch verkrochen.
Oh. Kommt uns! Sucht weiter! Den habe ich irgendwie vergessen weg. Entschuldigung. Kommt nicht weit! Kein Problem. Geht mal auseinander. Gute Nachrichten. Spur! Ich gebe noch nicht auf. Die Suche geht weiter. Verstanden. Ich passe auf. Noch nichts. Du? Hier ist nichts. Wir werden keine Gnade zeigen. Sucht weiter. Was ist denn da? Bleibt wachsam und haltet die Augen offen. Ich sehe nach. Ich will die eigentlich bewusstlos schlagen. Weil ich will die auf mein Schiff holen. Die kleben halt jetzt voll zusammen, ne? Oh. Tja, und jetzt? Sie sollte beten, dass wir sie hier nicht finden. In Ordnung. Lustig. Jetzt such mal auseinander hier. Weiter hochklettern? Ich will sie um... Die weiß immer noch, wo ich bin. Ja, na gut, dann kämpfen wir mal. Weil jetzt hat sie mich verloren. Oh, wow, ich kann sie gar nicht. Ich kann sie ja gar nicht ohnmächtig sein. Dann war das Ganze für den Arsch. Das war nice. Oh.
Und du? Ich muss das ja auch immer so spannend machen hier. Oh Mann, das war jetzt alles total nutzlos. Ich wollte dir ohnmächtig schlagen. Ach. Aber ja, wäre ein bisschen OP, glaube ich, wenn man die einfach ohnmächtig schlagen kann und dann. Und dann irgendwo hinbringen kann. So, antike Tafel. Ich habe alles geschafft. Wunderbärchen. Ah. So. Quest, das Schlangennest. Das Orakel hat den geheimen Treffpunkt des Kults des Kosmos enthüllt. Und Cassandra konnte endlich den Schleier lüften, der ihn umgab. Es war an der Zeit, den Kult zu infiltrieren. Neue Waffen? Nope. Nur die Rüstung, aber die ist schlechter als das, was ich gerade habe, deswegen... Nein, danke. Und Söldner? Hier. Thrasos die Glänzende. Thrasos die Glänzende zeichnet mehr als nur ihr entschlossenes Auftreten. Und ihr gebieterisches, beinahe hoheitliche Präsenz aus. Es gab Gerüchte, dass sie Schläge widerstehen konnte, so mächtig, dass sie selbst den stärksten Mann umgehauen hätte. Aber wie ist das möglich? Natürlicher Jäger auf Reisen durch die Welt mit einem Wolfsgefährten ist natürlich cool. Geringer Schaden durch Nahkampfangriffe. So, jetzt wollen wir mal schauen. Also. Griechische Welt. Kopfgeld für eine Söldnerin. 3800 Meter. Easy. Athener Schiffe können mit der spartanischen Blabla nicht. Ja. Gut. Warte, dann machen wir doch das da. Diesen Eber. Bin ich schon sehr gespannt. Warte, da kann ich noch nicht schnell reisen, weil ich im Sperrgebiet bin. Ist ein bisschen neblig gerade. So. Arschbombe. So, dann Eva. Da bin ich mal sehr gespannt. Da oben im Gebirge. Nee, ich lasse mich gerade nicht ablenken. Boah, so eine Schweinshaxe wäre jetzt irgendwie cool. So von alten Wirt mit den Knödeln. Nam nam. Ich find's echt lustig, weil an sich, weil früher haben wir das ja relativ häufig gegessen. Also relativ häufig, also keine Ahnung. Keine Ahnung. Einmal alle ein, zwei Monate. Das ist mal ein Schwein. Oha. Oh, der ist ein bisschen größer.
Genau, und jetzt machen wir es, keine Ahnung, einmal pro halbes Jahr maximal, also. Alter, ist der riesig, oh je. Ist es so einer, der, wenn er dich trifft, macht er One-Shot? Hier. Okay, das ist so ein Schwein, und wenn er mich einmal trifft, bin ich tot. die hat gerade nicht geheilt. Okay, bis zur Hälfte bekommt man den Easy. Oh nein. Bis zur Hälfte bekommt man den Easy weg. Aber dann kommen die anderen Schweine. Tut mir leid. Ich hab dir doch gesagt, die noch nicht machen, bevor du hochgelevelt bist. Ja. Aber du hast mich neugierig gemacht. So, ich versuch's noch einmal. Guten Tag, die Dame. So, ja. Lass erst mal ein Schwein. So. Vertrauen. Gar nicht übertrieben. Naja, als du es gesagt hast, war ich auch noch Level 12. Also. So. Dann waren wir mal. Du Schwein, du. Ah!
gerade ausgenommen. Das ist echt interessant, weil bei denen, wenn man ausweicht, das funktioniert voll oft nicht. Wieso heilt er sich wieder komplett? Ja, so ist es ja klar, dass sicher das. Die Gegend wird gut bewacht. So ist es ja eher klar, dass ich keine Chance habe. Ich bin einen anderen Weg, Reisende. Dieser Weg ist nicht sicher. Was ist denn los? Eine Kreatur ohne jede Vorstellung von Moral haust an diesem Ort. Du wurdest gewarnt. Ich hoffe, du hast eine Münze für Charon. Ja, ich gehe schon.